So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play? Nö. Zu einem alten Let's Play. Was ist das denn jetzt hier? Zu Apes Odyssey. Nee, Oddworlds Apes Odyssey. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier irgendwie sicher sind und was das gerade auf sich hatte, dieses Geräusch. Schleich durch. Den. Was? Schleift. Irgendwas muss ich. Irgendwo muss ich durchschleifen. Alles klar, Chef. Lol. Ich bin nicht da. Leg dich mal bitte hin, mein lieber Freund. Hier ist doch nichts. Wehe, der springt gleich runter, dann kriege ich einen Anfall. Da werde ich wahrscheinlich vor Schreck zusammenzucken. Chanten kann ich auch nicht. Also dieses Meditieren, dieses Zaubern. Dann, denn hier dieses rote Auge oder was auch immer, diese Apparatur, die verhindert dies. Und ich habe auch keine Bomben mehr da. Ja komm, jetzt bist du nicht langsam mal müde? Oder ist jetzt hier Ende im Gelände? Ich hoffe mal nicht, dass er meine Hände sieht. Nee. Ist ein Kollege. Hä, warum hast du mich denn gehört? Komisch. Guck mal, der sagt Freeze, das heißt also stehen bleiben und so Art Hände hoch oder so ein Quatsch. Und dann kommt sowas. Oh Mann. Ja, wo bin ich denn? Wo bin ich? Hänge ich hier vielleicht nur? Alter, wie soll ich denn da vorbeikommen? Also natürlich muss ich zu diesem Rauch gelangen. Aber ich bin gerade ein wenig verwirrt. Vor allem, da ist ja noch ein anderer irgendwo. Ja, du kannst mich jetzt auch langsam in Ruhe lassen, mein lieber Freund. Kann natürlich hier durchschleichen. Ich weiß nicht, ob ich... Also es scheint wohl, dass es keine andere Möglichkeit gibt, den irgendwie aufzuwecken. Also schlafend bleibt er nicht. Ja, läuft. Okay, hier bin ich schon mal hingekommen. Das ist ja schon mal eine grandiose Sache. Ach so, der Typ ist da unten. Sobald der jetzt hier durch ist, werde ich mich hier weiter begeben. Wie, so eben, wie ich es gerade auch gemacht habe. Natürlich ist jetzt die Frage, wie mache ich denn das? Dreh ich mal bitte um. Ich hoffe, Gott sei Dank, das war ein Checkpoint. So, mein lieber Freund, jetzt werde ich dich nämlich mal holen und dann wirst du hier eiskalt deinen Kollegen abgeschüttet. Oder kannst du hüpfen irgendwie so? Na gut, dann bring ich dich einfach so um. Nur weil ich's kann. Ja. Hier gibt's anscheinend Tauben. Und das Portal werde ich gleich mal nutzen. Bin ich reingesprungen? Ja. So, wunderbar. 76 gerettete Mudokons und es werden täglich mehr und mehr. Lass mich hier mal eben kurz die Lage checken. Hey, das ist ja komplett easy, was soll das? So, der erste ist schon mal down. Und jetzt wird der auch geschnappt. Hm.
Ich werde mich hier mal ganz in der Ecke alleine umbringen. So, meine Lieben. Follow me. Genau. Komm mal her. Was bringt denn das hier? Das ist das. So, ihr könnt da schon mal rein, meine lieben Freunde. So. Genau, kommt mal. Oh! Ja, das tut mir jetzt ganz groß leid für den Typen da oben. Ja, ich komme nochmal wieder, keine Sorge. Ich weiß aber nicht, wo ich oben rauskommen werde. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ach so, da. Hier haben wir jetzt wieder gespeichert. Ja, dann werden wir uns jetzt nochmal runterbegeben müssen, um den einen... Oh Mann. Ach cool, hat doch geklappt mit dem Porten. Ja, um den einen da nochmal zu befreien. Das ist ja... Das wäre ja total traurig, wenn der als einziger jetzt zurückbleiben würde. Ne, warte mal, komm mal her. So, du stayst jetzt erstmal... Nein, nein, stay mal bitte. Nein, stay. So, und jetzt werde ich dich da einfach mal so runterschmeißen. Tada! Ich stehe jetzt in der Mitte und ich treffe keinen. Wie traurig. Was zu... Ach so, oh ne, jetzt sag mir nicht, dass das hier... dieser Schalter jetzt auch nochmal das Türchen öffnet. Na, ja gut. Alles klar. Dann hätten wir uns das auch sparen können. Hier kann ich auch keinen übernehmen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt einfach mal zurück. Und widmen uns dem Jump and Run Teil da jetzt da unten. Da müssen wir echt mal kurz ein bisschen springen, ein bisschen aufpassen, ne? Hast du nicht gesehen und so ein Quatsch, ne? Mich verwirrt auch nochmal dieser Rauch. Dient der zu irgendetwas? Hey, das ist ja arschuncool. Wie soll man das denn schaffen? So, okay, man bleibt auf jeden Fall unten. Das ist schon mal safe. Ey, lol, da steht da tatsächlich einer. Ist ja unglaublich. Ich könnte den natürlich versuchen anzulocken. Also versuchen, den anzulocken, ne? Und dann einfach hochspringen. So. Dann haben wir nämlich da schon mal eine Sache von der Backe. Ich laufe hier eben mal kurz durch. Okay, hier kann ich erstmal nichts machen. Ich kann auch nichts abschießen. Ja, komm, dann springe ich mich einfach. Kabum! Dann haben wir nämlich hier schon mal eine deutlich einfachere Aufgabe. Da müssen wir uns nämlich wirklich nicht damit beschäftigen. Die Geschichte da. Oh, Mann. Ja, genau, dann können wir hier nämlich ganz in Ruhe rumschleichen. Beziehungsweise rollen und uns durchbegeben. So. Genau, warten wir noch eben kurz ab, bis der eine zurück ist. So. Da haben wir auch schon einen Checkpoint. Tada! Schaden kennen wir hier anscheinend doch. Rette verlorene Seelen. Ja, ich bin da der Letzte, der da irgendwie sagt, nö. Also so ist es ja nicht. Ja, das ist ein bisschen knapp. Ne, erst ist ja mega easy. Ne, guck mal da, so, und dann so durchrollen. Das hätte auch fast geklappt. Ja, ja, timingtechnisch ist das auf jeden Fall locker machbar. Was heißt locker, also? So, eigentlich muss ich... Oi. Ah, wieder zu spät losgegangen. Es war mir eigentlich schon im Rollen klar, dass das nichts werden kann. So, geht's aber. Zack, bumm. Eigentlich muss ich ja hier nur... Okay, das war ein bisschen zu nah. Ich hoffe, ihr könnt mir diese Noobigkeit ab und zu mal nachsehen.
So. Manchmal klappt es einfach nicht. Oder es will es einfach nicht klappen, ne? Und auch nicht laufen. What time is it, lul? Lass mich bloß in Ruhe, oder? Da haben wir uns gerade noch mal aus der Bedrulle gebracht. Hier ist auf jeden Fall so ein Fallzeichen. Das heißt, wenn ich hier runtergehe, dann klappt das nicht. So, hier warten wir auch noch mal ganz kurz, um unsere Situation mal ein bisschen sicherer zu machen. Hä? Wie soll das denn klappen? Das wird ja ein Träumchen, würde ich sagen. Aua. Hey, komm mal, zau bloß ab. Ja, chanten kann ich jetzt auch nicht, also dieses Zaubern. Das bringt mir ja so erstmal nichts. Ich bin verwirrt. Da muss ich entweder total schnell sein oder... Oder ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich erstmal tief gefallen. Rette verlorene Seelen. Diese Aufgabe, die scheint sehr schwer zu sein. Ja. Vor allem diese blöden Anti-Shaunt-Dinger, ne? Diese roten Augen da, ne? Die machen mir das Leben echt schwer. Es hilft mir so nicht. Wobei, Moment mal, vielleicht kann ich auch einfach mal. Genau, sowas hier starten. Jetzt werde ich dich töten. Easy. What's up? Was mache ich mit dir? Im Feuer stehen bleiben oder einfach nur dich in die Tiefen stürzen? Ich find's Abe so geil, wie sich immer dann ein ablacht. Rette, ja genau, die Geschichte hatten wir gerade schon, ne? So, springen wir mal ins Portal hinein und schauen, ob wir noch ein paar Seelen retten können. Ich denke schon. So, hier haben wir schon mal ein. LOL. Junge, wie soll das denn klappen? Vielleicht muss ich auch einfach sofort durchrennen oder so. Ich bleib hier erstmal stehen, ne? Okay. Das scheint mir doch ein wenig schwierig zu sein. Man muss ja auch irgendwie jetzt, hoffentlich bringen die nicht um. Ja, vielleicht müssen wir auch erwarten, bis der ganz weit weg ist, ne? Dann hüpfen wir mal ganz kurz. Siehst du, der hat jetzt nämlich nur so halb im halben Ohr mitbekommen. Macht die Sache aber auch nicht besser, wenn ich ehrlich bin. Weil er ja gar nicht so weit weg ist. Chanten kann ich auch nicht, weil, ne? Eieieiei. Ich bin ganz brav. Lass mich bloß in Ruhe. So,
So, den werde ich jetzt schon mal nehmen und dann werde ich die alle einzeln wegknallen. Kaboom. Nummer 1. So, der andere wird auch gleich sofort kommen. Dann wird er nämlich auch verzaubert mit meinen Skills. Und dann werde ich, glaube ich, nehmen, um den abzuknallen. So, hier... Nö, ja, weiß ich auch nicht. Hier kann ich ja nach und nach die Leute rausholen. Ich denke mal, ich werde mir hier einfach den Weg frei machen, indem ich die in die Minen schmeiße. So, ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder um. Meine Güte, die Zeit rennt und... Ja, ich muss euch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet auch in dieser Folge viel Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich sagen wollte. Bis dann, tschüss.